Vielleicht hast auch du für diesen Sommer ganz viele coole Dinge geplant, unter anderem auch Reisen, und hast dich schon mega gefreut, aber jetzt aufgrund der aktuellen Krisensituation wegen Corona können diese Sachen leider nicht mehr stattfinden. Ja, mir geht's leider auch so. Aber es gibt ganz viele tolle Dinge, die wir auch zu Hause machen können, und diese werde ich euch heute mal zeigen. So, also let's go! Die erste Sache ist, jeden Tag ein Foto von dir zu machen. Ich habe das mal 2018 ausprobiert und wollte jeden Tag in der Sommerferien ein Foto von mir machen, um zu gucken, wie sehr ich mich verändert habe am Ende der Sommerferien. Ich habe es nicht durchgezogen, das ist sehr traurig. Aber ich denke, es sind ziemlich coole Erinnerungen rauskommen können. Und die zweite Sache ist auch, jeden Tag ein kleines Video machen. Du musst jetzt nicht dich jeden Tag vor die Kamera setzen und mega lange reden. Aber wenn du so jeden Tag 2-3 Sekunden mitfilmst, ist, glaube ich, ziemlich cool. Man sieht auch diese ganzen TikToks, die immer ihren Urlaub so mitfilmen für einige Sekunden immer. Und das ist eigentlich, ich finde das echt schön. Drittens, einen Tag gar nichts tun. Ich habe Videos gesehen, in denen Leute gar nichts gemacht haben für 24 Stunden. Es wird behauptet, das sei ein ultimativer Produktivitätshack. Man würde sein Leben wieder richtig leben können und sein Leben so resetten. Und ich möchte das auch probieren, also let's go! Ich werde alle Faktoren, die potenziell süchtig machen, eliminieren. Dinge, die ich machen darf, schreiben, schlafen, trinken und meditieren. Ich möchte die Emotionen mal richtig fühlen und sie nicht nur verdrängen und mich durch Social Media ablenken. Ich habe es gemacht, das Video könnt ihr euch in der Infobox angucken, und es war... Naja, es war jetzt nicht die schönste Erfahrung, aber ich finde eigentlich, dass man das schon mal ausprobieren könnte und eventuell auch gemacht haben sollte. Und dann kann man gucken, wie man eigentlich mit sich selbst auskommt. Viertens wäre ein Live-Konzert bei dir zu Hause zu machen. Ich meine damit jetzt nicht, dass du jetzt singen musst und tanzen musst. Das kann man natürlich auch machen, aber ich meine damit, dass du einfach ein Konzert von deiner Lieblingsband, Lieblingssänger, Lieblingsgruppe bei dir zu Hause machen könntest. Denn man kann sich ja auf YouTube diese 8D-Sounds, 10D-Sounds anhören und man fühlt sich dann wie auf einem Konzert, das ist wirklich so. Ihr könnt euch so einen richtig schönen Abend machen, dann mit Lichterketten und Snacks, auch wenn man auf einem Konzert keine Lichterketten, keine Snacks hat. Also die Sache ist, dass ich eine Virtual Reality Brille habe und das ist halt einfach so eine Brille, die man so aufzieht und dann fühlt man sich so, als wäre man da drin. Und man kann damit auch YouTube gucken. Und wenn man da zum Beispiel so 380 Grad Live-Konzert-Videos guckt, fühlt man sich, als wäre man wirklich da. Also falls ihr sowas habt, wäre das eine coole Idee. Wenn nicht, dann einfach nur auf euren Kopfhörern die 8D-Sounds hören und in eurem Zimmer abgehen. Oder ihr ruft nur eure Freunde per FaceTime an, macht dann zusammen Party. Fünftens, jeden Tag mit einem anderen Freund oder Freundin oder Familienmitglied telefonieren. Hi! Oh, sorry, irgendwie ging das gerade nicht, aber ich glaube, jetzt funktioniert es, oder? Kannst du mich sehen? Ja, ich sehe dich. Okay, super. Ich habe richtig viele, okay, ich habe irgendwie zwei Personen oder so gehört, die gesagt, oder eigentlich war es nur eine Person. Das wäre eine ziemlich coole Challenge, einfach jeden Tag jemand anderen anrufen, mit dem dann FaceTime, telefonieren, skypen, per Zoom-Meeting irgendwas machen. Das ist sehr gut, gerade zu Zeiten von Social Distancing auch mal so soziale Kontakte beizubehalten. Ob ihr so viele Bekannte habt, dass ihr das 6 Wochen machen könnt, weiß ich nicht. Aber ich wünsche euch viel Spaß dabei. Nächste Sache sollte man nicht unterschätzen, und zwar ist es, ein kleiner Schrank auszumisten. Ich habe das Anfang des Jahres gemacht und ich war erstaunt, wie viel ich habe, wie viel ich davon nicht anziehe und wie viel ich weggeben kann bzw. konnte. Macht das regelmäßig, schmeißt Sachen raus, die ihr nicht mehr braucht, spendet sie, verschenkt sie, verkauft sie, wie auch immer. Aber es ergibt keinen Sinn, Sachen zu behalten, die euch eigentlich nur belasten und die ihr eh nicht anzieht. Es ergibt keinen Sinn. Die nächste Sache ist, den Sonnenaufgang und Sonnenuntergang anzugucken. Das ist schon wieder etwas Tumblr und 0815. Aber ich habe überlegt, ich habe das noch nie gemacht, extra für den Sonnenaufgang aufzustehen. Ich meine, ich war zwar oft wach, aber ich habe das nie extra so deswegen gemacht. Man kann ja auch so ein Fotoshooting dann davor machen oder so. Die nächste Sache ist, einen Self-Care-Tag zu machen. Ich habe schon mal ein Video gemacht mit Self-Care-Ideen, die ihr anwenden könnt. Das könnt ihr euch auch sehr gerne in der Infobox angucken. Da habt ihr schon mal einige Ideen für euren perfekten Self-Care-Tag. Ich glaube, Self-Care ist eine Sache, die man nicht unterschätzen sollte und die man jetzt nicht nur als Special Anlass, Special Occasion einmal im Jahr in den Sommerferien machen sollte, sondern Self-Care ist eine Sache, die eigentlich Platz in deinem Alltag haben sollte und eine Gewohnheit sein sollte. Also wenn ich an Selfcare denke, dann denke ich immer so an Masken, Bäder, aber das ist halt für mich nicht wirklich Selfcare. Macht einfach das, was euch gut fühlen lässt, und wie gesagt, ich habe schon diese Ideen in der Infobox, könnt ihr euch sehr gerne auch mal angucken. Der nächste Punkt ist sehr gut für euch und für eure Familie oder für eure Freunde, wie auch immer. Und zwar ist das, ein 3-Gänge-Menü zu kochen oder ein 5-Gänge-Menü oder ein 10-Gänge-Menü, wie... Menü?
Menü. Das ist für alle Beteiligten gut, für die, die es machen, für die, die es essen, nicht für die, die es wieder abräumen und aufräumen müssen. Aber sonst ist es eine sehr coole Idee und ich denke mal, das sollten wir auch noch ausprobieren, um unsere Kochkünste zu verbessern. Und der nächste Punkt wäre auch, versuchen vegan zu kochen, beziehungsweise ein veganes Dreigänge-Menü zu machen. Falls ihr sowieso vegan seid, dann okay, braucht ihr auf diesen Punkt nicht mehr zu hören. Aber falls nicht, dann wäre es doch voll die Challenge und voll der gute Anlass. Es gibt immer einen Anlass, vegan zu kochen. Also warum probiert ihr das nicht einfach mal aus, vegan zu kochen? Ich verspreche euch, es gibt im Internet so viele leckere Rezepte, die ihr danach kochen könnt. Außerdem habe ich auch schon mehrere Videos gemacht, was ich an einem Tag so esse, findet ihr auch in der Infobox verlinkt. Der nächste Punkt ist es, eine Sprache zu lernen. Ich glaube, eine Sprache zu lernen ist nie verkehrt. Ich sehe keine negativen Sachen daran. Wie meine Eltern. Du erwirbst einfach ziemlich viel Kompetenz und deswegen, es wird dich immer nur weiterbringen in deinem Leben. Das ist eine sehr gute Idee. Die nächste Sache muss ich auf jeden Fall machen. Die nächste Sache ist, seine Pflanzen umzutopfen. Ich habe nur 2 Pflanzen in meinem Zimmer, aber ich habe die noch nie umgetopft. Also ich habe sie auch erst seit diesem Jahr. Aber trotzdem, falls ihr Pflanzen habt, dann versucht sie mal umzutopfen und euch um sie zu kümmern. Sie zu düngen, sie zu gießen, sie umzutopfen. Ich glaube, meinen Pflanzen geht es gut. Ich bin mir nicht ganz sicher, ne? Die nächste Sache ist, einen richtigen Brief zu schreiben und diesen noch abzuschicken. Heutzutage, zu Zeiten vom Internet, von WhatsApp, von Instagram, von YouTube, von Snapchat, von Facebook, von allen Sachen einfach, schreiben wir oft keine richtigen Briefe mehr und das finde ich sehr, sehr schade und auch irgendwie sehr traurig. Und ich habe überlegt, ich möchte meiner Oma mal in den Ferien schreiben und ihr einen Brief auf Koreanisch schreiben. Also falls ihr nicht wisst, meine Oma ist ursprünglich aus Südkorea und kann fließend Koreanisch. Nee, Hanguk Saram Mani Po. Hanguk Saram Mani Po. Nee, das wollte ich sagen. Und ich möchte ihr eine Freude machen und einen Brief auf Koreanisch schreiben. Das nehme ich mir vor in den Ferien. Ja. Anschließend auf die Umtopfung der Pflanzen habe ich nun einen etwas schwierigeren Step für euch. Und zwar ist es, einfach irgendwas im Garten anzupflanzen. Meine Family und ich wollen diesen Sommer auch noch irgendwelche Tomaten oder so, glaube ich, anpflanzen. Also hier soll unser späteres Beet hinkommen. Man sieht noch, ja, fast gar nichts. Aber bald. Bald. Ich weiß nicht, ob wir das hinbekommen, aber ich bin ganz zuversichtlich. Und das wäre auch mein nächster Punkt für euch, euch einfach so einen schönen Garten zu machen und irgendwas anzupflanzen, was ihr auch eventuell dann essen könnt. Wir haben auch schon so ein bisschen über soziale Kontakte geredet und ich habe noch eine neue Idee für euch. Und zwar ist das, für eure Freunde, für eure Familie, für eure Nachbarn zu backen. Ich glaube, eure Nachbarn werden sich sehr freuen, falls ihr auch irgendwas backt und das denen dann schenkt. Falls ihr Nachbarn habt, die ihr nicht mögt, könnt ihr einfach so euren Freunden schenken oder eurer Familie. Einfach irgendwelchen Leuten was Gutes tun. Das ist eine sehr schöne Sache. Ich denke, dass es momentan vielen so geht, dass sie ihren Urlaub absagen mussten oder nicht antreten wollen für dieses Jahr. Und falls es bei euch auch der Fall ist, dann könnt ihr schon mal anfangen, euren nächsten Urlaub zu planen und dann schon mal voller Reisefieber und Abenteuerlust und Vorfreude einfach euren nächsten Urlaub planen. Schon mal die Hotels planen, die Ausflüge planen, alles planen. Die nächste Sache habe ich noch nie ausprobiert und ich habe davon auch erst vor einem Monat oder so gehört. Und zwar ist es Netflix Party. Anscheinend gibt es eine Funktion, bei der man sich mit seinen Freunden verbinden kann und dann zusammen eine Serie gucken kann. Ich wusste nicht, dass es das gibt, aber ich finde das eigentlich cool. Also da könnt ihr so Netflix Party machen und das gleiche gucken und juhu! Wie wäre es denn eigentlich mit einem Picknick? Ihr könnt es natürlich auch alleine machen oder mit Freunden, eventuell auch auf Abstand, damit es alles sicher und safe bleibt. Aber an sich ist es doch sehr schön, auf der Wiese zu chillen und was zu essen und was zu lesen. Und mein Lieblingstipp wäre noch, einen Lesemarathon zu machen. Ich habe bisher 2 Videos gemacht, ich zeige gerade 4, ich meine 2 Videos, zu einem Lesemarathon, beziehungsweise ich habe euch mitgenommen bei meinem Lesemarathon und so eine Art Vlog gemacht. Lesemarathon bedeutet einfach nur, dass ihr den ganzen Tag lest und so viel wie möglich versucht zu lesen. Warum sollte man das machen? Weil Lesen Spaß macht und weil es bildet. Und weil die eventuell sonst langweilig ist. Schreibt mir unbedingt mal eure Sommer 2020 Bucketlist, To-Do-List in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was ihr diesen Sommer alles so machen wollt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon am Sonntag wieder. Denn ich lade jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag ein neues Video hoch auf meinem Kanal Lara Emily. Also sehen wir uns am Sonntag wieder. Habt noch einen wunderschönen Tag. Bis Sonntag. Danke fürs Zugucken. Ciao.